Ja, moinsen, ihr Lieben. Weiter geht's mit einem neuen Video hier in Russian Fishing 4. Und natürlich wieder schön mit dem lüden kleinen Angler. Sie haben Post. Nachdem die Entscheidung ja jetzt gefallen ist, in welche Richtung es geht, und zwar in Richtung Stippe und selbst hergestellte Kunstköder, legen wir auch mal wieder los hier mit dem Stippen. Gucken wir nochmal eben rein, und so wie das aussieht, ist das auch gar nicht so schlecht hier. So alles gut erstippbare Fische. Die Rotaugen, 4 Stück mit 50 Gramm, die ziehen wir gleich raus. Vielleicht gleich in der Nacht noch ein Kaulbarsch. Gründlinge kann ich gleich auch nochmal testen. 100 Stunden, Ingame-Stunden. Und die Hasel, die schnappen wir uns jetzt. Also Hasel, eine 250 Gramm Hasel. Uff, schönes Gerät. Also hoffen wir gleich mal auf dicke, fette Haseln. Zuletzt sind die Haseln immer richtig schön, auch hier hinten. Ja, da hinten so neben dem Café gelüppt. Und jetzt testen wir auch mal hier am Ende. Neben oder hier hinter der Insel. Immer wieder ganz gut auf Caster. Auf Caster sind die immer ganz gut reingegangen. Bauen wir mal eben hier das Setup um. Und was ich mir gerade noch gegönnt habe. Gerade hatte ich noch über 7000, aber jetzt muss ich ja gerade wirklich mal wieder gönnen. Fluorocarbon Only Schnur, also kein Vorfach, sondern Fluoro-Komplett-Schnur. Uff, ich hoffe, das ist J. Ich hoffe, ich komme da nicht in Bedrängnis. Ich hau mal einen 18er Haken drauf und Caster. 18er Hook und Caster. 3,5 Kilo Schnur. So, das auch. In der Hoffnung, dass mir hier nichts gleich um die Ohren fliegt, abreißt oder sowas. So, dann haben wir jetzt hier 3 Routen komplett ausgerüstet. Eine machen wir mal so auf 20 cm. Die nächste auf 30 und wieder die nächste auf 40 cm. So. Ich weiß gar nicht, ob ich mit allen 3 Routen klarkomme. Machen wir erstmal. Na doch, vielleicht kriegen wir das hin. Das ist die 1. Ne, ich habe die schon vertauscht. Da kriege ich schon gleich Probleme. Die muss ich gleich mal anders sortieren. Ich habe die farblich sortiert, dass ich die. Ah, da zuppelt schon was. Dass ich die auch. Zack. Und nicht gehakt. Alles richtig gemacht. Dass ich die auch, die muss auf die 2 und die 1. Ist das richtig? Das ist die, genau, mit der weißen Kapsel, also die Pose. Das weiße Hütchen, die 2 hat gelb und die 3, immer von hell nach dunkel. So konnte ich mir das dann irgendwie auch merken. Das ist dann die 3. So, das heißt, wenn die jetzt hier so rum, zack, dann kriege ich die. Gehakt auch noch. Jawohl. Hasel, 33 Gramm. Und egal, wie die jetzt gleich durcheinander schwimmen hier, kann ich dann gleich schön. Zack, Hasel 82. Da ist die erste. Gleich schon ein Zuppler hier auf. Die ist aber schon wieder weg. Jetzt ist auch gleichzeitig die. Zack, da ist noch einer dran. Jetzt wird das aber wieder wild hier. Jetzt wird das gleich wieder richtig wild. Aber so soll das ruhig sein hier beim Stippen. Frequenz wollen wir. Richtig Frequenz. Die 3 hole ich mal ein bisschen näher ran. So, die 1 ist jawohl, und auch gehakt. Wieder Rotauge. Okay. Jetzt ist da was auf der 2. Siehst du, da war die Schnur schon wieder so stramm. Werfen wir das mal wieder ein bisschen zurück. Und hier auch. Zack. Noch ein bisschen mehr. Das wird jetzt wieder wild hier, ne? Also Stippen, muss ich ja sagen, gerade am fließenden Gewässer, ist wild. Aber ich muss auch ein bisschen Gas geben. Posenangeln 29,4%. Da wollen wir noch ein bisschen weiter rein.
Da auf A1 ist gerade was dran. Na, geht's nochmal runter? Ansonsten 3 war auch noch was. Bevor es gleich 3 ist, gleich schon zu Ende. Da ist die Schnur stramm. 2, zack, und gehakt. Direkt der Wechsel. Ja, die Haseln wollen wir. Jawohl. Und geskillt auch noch. Haseln wollen wir. Zack. Weiter zurück und. Einfach mal hier rausgeballert, Alter. So. Und wie man sieht, ist alles gerade schön durcheinander. Und wisst ihr noch, wie die Farben angeordnet waren? Welche Farbe war die 1? Ja. Richtig. Weißes Köpfchen. Und dann wird das wirklich wild, ne? Aber es ist schon ganz wichtig, dass man 3 unterschiedliche Posen hat. Dass man sich da nicht komplett irritieren lässt. Irgendwann schwimmen die halt alle kreuz und quer durcheinander. 1 ist runtergeschossen, siehste. Und dann hat man dann, also ich weiß es noch nicht. Und eigentlich hat man dann eine ganz gute Frequenz. Andererseits ist man vielleicht auch ein bisschen kontrollierter unterwegs, wenn man vielleicht nur mit 2 daran geht. Oder mit 1. Ich will nicht die ollen Rotaugen, ey. Das ist natürlich jetzt echt die große Frage. Was macht er jetzt auf der 3 zum Beispiel? Ist gerade runter. Ach, gehakt. Hase wieder. Sehr gut. Na, noch fehlt mir so die richtig dicke. Ich weiß noch nicht, ob das mit der Hakengröße. Vielleicht mache ich gleich nochmal einen anderen Haken dran. Gucken wir mal. Bisher ist jetzt überall der 18er Haken drauf. Vielleicht nehme ich gleich einen 20er oder auch mal was wirklich Großes, so in Richtung 14er, 16er Haken. Gleich mal gucken. 155er Hasel, das ist natürlich schon richtig gut. Das ist schon richtig gut. Sehr schön. Das ist die auf 40 cm Tiefe gewesen. Sehr gut. 1 ist auch schon gleich vorbei, ja. Machen wir die auch ruhig mal ein bisschen tiefer. Machen wir auch mal auf 40. Ruhig mal ein bisschen tiefer runter die für die Hasel. Da geht gleich wieder was auf der 3. 2 ist auch schon wieder runtergegangen. Komm, 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 komm. Kann sich gerade nicht entscheiden. Jetzt. Guck mal da. Ui, Rotauge, wa? So entscheidungsunfreudig sind die Rotaugen. Die brauchen immer eine halbe Stunde, bis die sich entschieden haben. Da zuppelt's wieder. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Na, na, na. Zack. Und seht ihr da hinten den Fisch? Das ist der niemals ankommende Fisch. Da oben im Schatten. Da, da, tschung, 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 tschung. Da dreht sich die ganze Zeit ein Fisch im Kreis. Irgendwie ein Rotauge oder sowas. Das ist die einzige Stelle, wo man hier einen Fisch sieht, der nicht wirklich was zu tun hat. Beziehungsweise der nicht wirklich gerade Bock hat anzubeißen, sondern der einfach nur rumschwimmt. Normalerweise sieht man ja keine Fische rumschwimmen. Da schwimmt er rum. Ein random Fisch. Aber hier geht schon, ne? Guck dir das an. Alter, guck dir das an hier. Schön am Abhaseln, 30, 40 cm tief. So soll das. Und warum ausgerechnet die Hasel? Hier. Ja, ist jetzt so schön, die kleinste Violine der Welt. Alter, wieder 148 Gramm. Kommt ja richtig Padder rein, ey. Schön. Und der war ein bisschen weit. So. Ich finde das ganz geil, so mit den Stippen einfach so. Mal so eh so eine Schlacht darüber geben. Löbt. Hauptsache, das Ding, da treibt wieder so 2,50 Meter weiter. Hier auch jetzt. Zack. Ah, so, passt schon. Siehst du, passt wirklich. Das ist ja das Geile, ne? Also, es ist wirklich okay. Das ist jetzt nicht so Larifari. Ui. Ja, geil. Ich habe die nächste Handhabung. Alter, hier wird geskillt. Übelst. Handhabung, was war das? Bollo stand da, glaube ich, ne? Ha! 30% im Posenangeln. Sehr schön.
Wisst ihr was, Alter? Ich hau jetzt hier. Ich mach ja eh. Ich mach ja eh Stipp. Ich hau jetzt hier erstmal die Points rein. Bam, bam. Bam, bam. So. Ach. Ach, guck mal. Und in Bollo zählt das gleichzeitig mit, siehst du? Wenn er mal gar nicht so die Points da, siehst du, das zählt ja auch. Bollo fällt mir jetzt gerade erst wieder richtig auf. Dann kommt die Bollo-Montage. Karpfen-Haar-Montage, Futterschleife. Ja, wo soll ich sonst die Points erstmal hinmachen, ne? Pop-up-Haar-Montage und sowas alles. Pff, hat alles noch Zeit. Ich brauche gar nicht so viel Points, ey. Vielleicht habe ich doch irgendwann noch Points übrig. Also, Stippen gehen auf jeden Fall die Points rein. Wenn ich das nächste Level abhabe, sind es nochmal 2. Schön. So. Das sollte hier natürlich im Idealfall nicht passieren. Der Vorteil am Windenbach ist, dass wenn man eine Route hier in der Hand hat, fangen wir mal an jetzt hier gerade mit der 3, ich glaube an der 1 zuppelt gerade was, dass dann hier unten natürlich auch das Treibangeln steht und das sollte man auch wirklich ausnutzen. Das heißt, der Wurm, die Made, Kaster jetzt hier in dem Fall, schwimmt gerade schön durch den Ozean, doch nicht gehakt. Und das triggert halt zusätzlich die Fische. Also zack, hochgeworfen und die ist irgendwie schwerer, habe ich das Gefühl. So. Passt schon. Zack, auf der 2. Nein, es war die 1. Gelb. Weiß und gelb. So, jetzt. Ist noch was dran? Jetzt auf der 3. Ja, ist was dran. Ich habe ja, wie gesagt, jetzt hier Fluoro Only. Ich glaube... Ich glaube, ich kann nicht so den Riesenunterschied feststellen. Also bisher. Also es läuft gut. Aber jetzt habe ich gerade nicht wirklich den Vergleich, ob es ohne Fluoro besser, schlechter gelaufen wäre. Ich weiß es gerade nicht. Also irgendwie, es lübt. Fluoro, Carbon, ne, ist es halt. Ich habe jetzt kein Vorfach dran. Weil die ganze Schnur ist schon transparent. Es ist auch eine recht biegsame Schnur. Also die hat... Also die Dehnung auf der Schnur ist ganz gut. Ist halt ähnlich wie Mono, ne? Jetzt ist auf einmal Ende hier. Das ist richtig Flaute. Vielleicht hau ich gleich nochmal was anderes dran. Wobei halt die Gefahr besteht, ne? Sobald was anderes dran ist. Zack. Sofort irgendwie... Einen Aaland, einen Döbel, weiß der Geier was. Und dann hast du aber Party hier, ey. Auf 3,5 Kilo verhakt. Und Schnurbruch. Alter, das war ja schnell. Hör mal, so schnell kannst du gar nicht reagieren. Das musst du quasi... Komm, das machen wir nochmal. Das machen wir nochmal im Replay und langsam. Krass, oder? Das war ja krass. So. Tja, jetzt ist natürlich hier... Jetzt ist ja richtig kacke. Jetzt haben wir hier den... Das hier ist, glaube ich, der... Das ist der Anfangshaken. Also diese Qualität des Hakens sucht seinesgleichen. Mit dem Ding, ne? Das ist auch ganz anders spitz. Ich weiß nicht, gar nicht, vielleicht kriege ich den Kaster gar nicht drauf aufgepiekst. Probieren wir mal. Ah, doch. Ich habe sogar die Pose verloren. Siehst du mal, zum Glück... Auch für 1 war das jetzt, ne? Zum Glück habe ich noch so ein Ersatzteil gehabt, ey. Direkt verhakt, abgerissen. Und das mit so einer kurzen Handbewegung. Rip. Rip und Ripikowski. Zack. Aber gehakt. Und auf der 2 auch. Nochmal Hasel. 30,
Also ohne Scheiß, wenn man im Bereich ist, ich gehe mal ein bisschen einen Meter weiter rüber hier. Wenn man in einem Bereich ist von, im Skill-Bereich, ne, bei den Skills, keine Ahnung, sagen wir mal bei bis 50%, man skillt ja so easy und so schnell, da muss man sich, glaube ich, gar keine Gedanken machen, um, hör mal, ich muss Skillpunkte und sowas brauche ich und das ist ja easy und wirklich schnell erledigt mit den Skillpoints, ey. Und das jetzt hier, das ist ja auch alles ohne Premium. Einfach so. Ich bin mal jetzt so einen Meter weiter rüber gegangen hier. Das heißt, das treibt auch alles ein bisschen weiter. Gucken wir mal, wie es da aussieht. Ich könnte auch noch weiter rüber gehen. Lassen wir es einfach nochmal ein bisschen treiben. Ganz edel. Einfach noch entspannter und noch fauler ist das jetzt hier, ne? Ich bin einfach noch fauler und lasse das einfach noch länger hier rumgammeln. Guck mal da auf der 2. Kurzes Gezuppel, aber ich ziehe das nochmal. Faul bin ich. Daran liegt es. Einfach bewegungsfaul. So. Uff. So geht es. 19 Fischis, 19 Haseln, 250 Gramm, 250 Gramm, Alter, ist das ist doch Trophy, Alter, 250 Gramm, apropos Trophy, leck mich fett, Alter, gestern im Livestream, auf dem Montag, das war wirklich, Alter, das war ja schon unangenehm, ich baller ja zurzeit für jede gefangene Trophy einen Sub in den Channel. Random. Und da musste ich ja wirklich. Da musste ich ja bluten. Da sind 3 Trophys reingeballert. Lauben auch noch. Also wirklich so schnell reingezuppelt. Relativ schnell nacheinander 2 Lauben-Trophys und dann irgendwann zwischendurch haben wir noch ein bisschen was anderes gemacht. Und dann wieder nochmal auf Laube. Zack, wieder eine Trophy. Also Lauben-Trophys am Volcho, wenn ihr da gerade Bock habt auf Lauben, rennen auch recht wild auf Made. Oder falls sie fehlen, ich weiß gar nicht, ob man die braucht am Volcho fürs Fangbuch. Aber falls euch die fehlen, die Lauben-Trophys sind da ziemlich schnell reingeballert. 20er Haken, ich glaube 17, hör mal, hier geht aber gerade nichts. 17 cm flach. Und dann schön die Lauben-Trophys reingeballert. Guck mal hier, 16er Haken, Hasel. 16er Haken geht auch, ne? Empfinde ich schon als fast groß, also wirklich großen Haken für so eine olle Hasel. Aber geht. So, jetzt haben wir hier 13 Uhr, 14 Uhr gleich, Ingame-Zeit. Meine Überlegung jetzt schon, was machen wir gleich in der Nacht? Weil in der Nacht ist es ja nicht so geil. Vielleicht gehe ich dann in der Nacht gleich auf... Ne, Gründlinge auch nicht. Vielleicht dann doch eher auf Grund angeln. Ach, warte mal. Oder auf... ich hau einfach Regenwurm dran. Genau, Regenwurm und vielleicht... Oder Mistwurm. Muscheln und sowas alles. Jetzt ist gerade ein bisschen Flaute hier. Aber so ist ganz angenehm. Jetzt guck dir das mal an. Das ist doch richtig angenehm. Jetzt sind sie schön hier. Pöp, 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 einer nach dem anderen. So ist das ja gut. Wenn jetzt noch die Bisse kommen. Ha! Alter, wie geplant. Zwar nur ein olles Rotauge, aber lübt. Guck mal, jetzt ist die 3. Schon wieder losgelassen. Mega. Auch wieder auswerfen. Gar nicht so weit, ne? 30, 40 cm tief. Und das ist, glaube ich, so gerade mal so 50% ausgeworfen. Fast eigentlich nur die Route abgestellt, ne? Guck mal, ist noch einer hier Level 15 geworden, Alter. Läuft, ey.
Da ist was dran. Nee, guck mal hier. Schöne, saftige 139er Hasel. Die ollen Haseln. Ja, die große Frage ist im Moment noch, und das hatten wir auch jetzt die Tage nochmal, die Diskussion. Ich war kurz davor, mir schon zu gönnen, ein neues Setup, weil wenn ich doch jetzt auf die Stippen gehe und das doch jetzt klar ist für mich, dann benötige ich ja eigentlich jetzt gar nicht mehr, muss ich ja gar nicht mehr warten auf Level 22. Ich bin es übrigens immer noch nicht. Das ist immer noch hier 21,5. Hoppala, wo bin ich? Huch. Da ist er wieder. 21,5. Und die große Frage ist natürlich, ja, gönne ich mir jetzt? Nö, ich gönne mir immer noch nicht. Ich warte jetzt einfach noch mal ein paar Tage bis eventuell am Weihnachtsmarkt, der ja normalerweise jedes Jahr kommt. Wahrscheinlich auch dieses Jahr. Vielleicht gibt es da auch Stippen. Stippen ist ja gerade auch... Oder schon länger auch so ein Trendding. Oder es ist zumindest für alle, die sich im normalen Angeln schon langweilen, eine Alternative, nochmal ein bisschen Spannung ins Game zu bringen. Und da kann ich mir einfach gut vorstellen, dass es vielleicht auch im Weihnachtsmarkt eine geile Stippe gibt. Da wäre doch mal was, oder? Und wenn das wirklich der Fall ist... Ja, dann gönne ich mir doch lieber am Weihnachtsmarkt erstmal eine neue Stippe. Und habe dann vielleicht ein richtig schönes Gerät. Zack. Und deswegen warte ich jetzt noch. Also deswegen habe ich dann doch gestern nichts gekauft. Und gönne mir dann die Stippen am Weihnachtsmarkt. Ganz wichtig, welche, also wenn es dann halt wieder Köder gibt... wenn es da irgendwas gibt, was es da auch nur gibt, was einmalig ist, da muss dann halt wirklich Kohle ausgegeben werden. Da muss ich auch tatsächlich mit einem großen Account ein bisschen Gas geben und Kohle ausgeben. Da werde ich dann auch reinballern. Aber ich weiß es halt auch nicht, ne? Ist halt die große Frage, was dann kommen wird. Keine Ahnung, irgendwelche Futtermischzutaten oder sowas. Keine Ahnung, so Zuckersirup oder sowas gab es, glaube ich, im letzten Jahr. Den man jetzt immer noch benutzen kann. Der Klassiker natürlich, die weißen die Waggler. Die Waggler-Posen. Für die Matchrouten. Und so was, ne? So. Es ist echt immer wieder anstrengend, ne? Die ganze Zeit genau gucken, was ist jetzt hier mit den Posen? Zuppelt da was? Geht da was? Welche ist jetzt dran? Ich meine, die Frequenz ist gerade ein bisschen runtergegangen, war in den Morgenstunden deutlich mehr. Aber solange die dicken, fetten Haseln hier reinballern, ist alles schön, ey. Das reicht mir doch. Hauptsache, die dicken Haseln ballern hier rein. Da zuppelt noch was, oder? Ja, nein. Doch, ein bisschen. Ich laufe noch ein bisschen mit und da geht er runter. Und gehakt. Genau, so wenn das so auf den letzten Metern, bevor die Schnur dann stramm ist. Jetzt hier auf der 2, glaube ich, ne? Da war ein kurzer Zuppler. Auch schnell mitheben hier. Bisschen mitlaufen. Auf der 1 war, glaube ich, auch was. Oder zuppelt es nicht? Nee, ne? Nee, dann weg damit. Die 1 ist auch schon wieder stramm. Zack. Die 3 ist auch gleich wieder stramm. Und ich bin noch lange nicht stramm. Heute Abend geht es übrigens weiter. Was haben wir? Dienstag. Ist heute Dienstag? Heute ist Dienstag. Also ich nehme auf den Dienstag gerade auf für Mittwoch. Heute Abend wieder World of Tanks. Schön ein bisschen Panzer fahren. Und Donnerstag dann auch wieder. Wenn ihr das auf dem Mittwoch seht. So. Oh, auf der 3. 3, 3, 3, 3. Na, guck mal da. Zieht. Oh, und wieder abgehauen. Du Mistfink. Ui, was haben wir da? Nee, mach keinen Scheiß hier. Hat sich richtig gebogen, ey.
Moment, das ist jetzt die 2, das ist die 3. So, jetzt hier. Kontenance, aufpassen. Jawohl. Und dann lübt das auch hier mit der Hasels. Aber wirklich nur Haseln, ne? Das ist ja richtig gut, ey. Sehr gut. Ich hatte vorhin schon überlegt, machst du jetzt, ich war kurz davor, ich wollte erst zum Wolcho, also ich stand schon am Wolcho und hab mir gedacht, komm, machst du mal noch mal ein bisschen auf Z-Fische, kannst du noch ein bisschen Kohle machen, das lübt ja auch. Und dann hatte der Sprinkel, der hatte mich angeschrieben und meinte, Alten, hier die Haseln. Und da habe ich gesagt, ach ja, stimmt, Haseln, ich wollte ja stippen. Hatte ich auch schon überlegt, schön auf Haseln. Und dann sagt er, ja, hier Haseln. Dann habe ich gesagt, ja, komm, gehe ich auf Haseln. Haseln muss auch. Hasel ist einfach auch wirklich der Skill, also XP und Silberstippfisch. Gerade für den Anfang im Low-Level-Bereich. Lohnt sich das? Absolut, ey. Oh, dickes Rotauge, wa? Boah, 730er. Maschallah, Alter. Und, Alter, hier schon wieder. Und, Alter, ne Muffel. Joho! Ne dicke, fette Muschel. Sehr schön. Ui, ui, ui. Komm mal hier. Alter, was geht jetzt? Wieder. Also ohne Scheiß, ich bin fast geneigt, nur mit Zweien. Wobei, bei der Frequenz geht es, ne? Aber sonst wären, glaube ich, 2 Routen deutlich entspannter, ey. Andererseits, was soll Entspannung? Es geht ja hier auch um Frequenze. Frequenze, Alten. Oh, auf 1, auf 1, auf 1. Wir wollen hier ja auch was rausziehen. Und ob ich jetzt hier stehe... Boah, geil, Alter. 171. Ob ich jetzt hier stehe mit 3 Routen, zack, oder mit 2. Ich stehe ja hier eh. Guck mal, eine Laube. Ist ja kaum zu lauben. Und ein Gründling hatte ich übrigens auch noch nicht. Fällt mir jetzt gerade ein. Vielleicht sollten wir mal... Oh, auf 1. Vielleicht sollten wir... Oh, auch nicht. Komplettes Chaos hier wieder. Vielleicht sollten wir doch mal ein bisschen auf Gründling gehen. Bevor hier gleich Sense ist. Sollen wir den Caster mal dran lassen? Komm, ich lasse den Caster mal dran. Ich gehe einfach mal runter auf 60. Gucken wir mal. Vielleicht geht ein Gründling drauf. Ah, nicht dein Ernst, Alter. Jetzt kommt ja auch noch ein Anruf rein. Da müssen wir natürlich einen kurzen Break machen. Weiter geht's. Und nochmal. Perfekt. So. Also, wir haben aber hier auch schon. Jetzt gucke ich gerade mal auf die Uhr. Wir haben ja hier auch schon. Bisschen was rausgezogen. Schön gleich. So ein halbes Stündchen. Schön an der Stippe gestanden. Und dann gucken wir auch, machen wir gleich mal einen Kassensturz. Wobei, noch haben wir Tageslicht, ne? Vielleicht sollten wir die Abendstunden noch mitnehmen. Nicht, dass da auf einmal. Oh, die dicken Trophys reinrasseln. Oder die ollen Rotaugen. Wer weiß das schon? So. Bisschen Tageslicht haben wir, das nutzen wir echt nochmal aus. Und dann bin ich echt gespannt, was da an Kohle reingeht. Bin ich sehr gespannt. Achso, ich habe ja die eine Route jetzt auf 60 cm Tiefe. Da zuppelt es noch. Oh, auf der 3. Das sieht aber auch wieder aus wie Rotauge, was so lange zuppelt. 2 kann sich auch gerade noch nicht entscheiden. Okay, alles falsch gemacht, sehr gut. Ich glaube, die 2 nehme ich jetzt auch hoch. Ja, ist nichts dran. Die 1 nochmal hoch, zack. Das muss ja laufen, ne? Das ist halt wichtig, das muss halt immer schön treiben hier. Auch an den anderen Gewässern immer wichtig, dass es treibt, dass es sich bewegt. Da oben sieht man noch diesen komischen, verrückten Fisch hin und her zappeln. Abgefahren. Ey. So. Ja.
Aber ich würde sagen, machen wir gleich einfach mal eben den Kassensturz. Wenn es durch ist hier an der Kasse, dann gucken wir mal, beziehungsweise wenn es jetzt hier gleich abends durch ist und dunkel ist, dann gucken wir mal eben rein, was das denn dann in Gänze gebracht hat. Anzahl der Fische bisher 38 Stück. Also regelrecht im Minutentakt. Ja, sogar mehr noch als im Minutentakt. 28 Minuten und ja, 38 Fische bisher. Also Frequenz ist top. Sollte es aber auch natürlich sein mit drei Stippen und feiner Montage. Da muss man auch die Frequenz haben. Denn die ganzen Fische, ja, da sind auch viele bei, die halt unmaßig sind. Aber wurscht, denn wir wollen ja auch Skillpunkte machen. Ne? Deswegen ist mir das auch ziemlich wurscht. Und da geht der nächste rein. Sehr schön. Oi, oh, 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 oh. Mach mal keinen Shit hier. Alter, ein Aaland. Guck dir das an, ey. Ein oller Aaland. Kein schön Aaland. Okay. Schnitt, bis gleich. Und da haben wir es doch geschafft. Es ist mittlerweile ja schon fast 23 Uhr. Gegen 22 Uhr wurde es dann wirklich zäh und dann ging kaum noch was. Ich habe mir gedacht, komm, machst du nochmal die 50 Fische voll. Schauen wir mal als erstes hier rein, was wir denn erledigt haben. Von den Rotaugen mit 50 Gramm sollten wir doch ja, 4 Stück haben. Überhaupt kein Gegenwert und das tauschen wir ein in 8 Silber, das ist doch mal top. Von gar keinem Gegenwert zu 8 Silber. Der Kaulbarsch, der geht jetzt in der Nacht. Da ziehe ich mir wahrscheinlich gleich nochmal schnell einen raus. 2 Stück mit 20 Gramm wird wohl klappen. Der große dementsprechend auch noch nicht. Und die Hasel mit 250 Gramm, die war mir leider auch noch nicht vergönnt. Aber wenn wir jetzt die 8 Silber hier, und dann haben wir hier, ja, das sieht doch ganz vernünftig aus. Ne? Gehen wir mal nach Preis sortiert. Gehen wir mal hier rein. Da haben wir die dicken, fetten Haseln alle drin. Also die 100 Gramm bis 177 Gramm hier unten. Die dicken, fetten Haseln. 9 Silber 50 und so weiter. Also da sind wir insgesamt bei über 90. Über 90 Silber in 30 Minuten. 35 Minuten. Wobei es hier zum Schluss, ne, jetzt nehmen wir mal hier die Unmaßigen. Ihr seht, die ganzen Unmaßigen zusammen. Ja, hier waren sogar noch ein paar Rotaugen. Also die ganzen Unmaßigen. 0,69 Silber. Also die haben quasi gar keinen Wert. Und da waren natürlich jetzt hier die 4 unmaßigen Rotaugen für 8 Silber. Sensationell. Also, die ganzen Fische, 83 Silber noch für die ganzen maßigen. Auch die Lauben lohnen sich natürlich auch immer wieder. Rotaugen, ihr seht es, einfach von der Kohle nach Preis sortiert. Rotauge 700 oder mal so ein Kilo. Auch das ist noch nicht wirklich viel, aber ab da geht es los. 500 plus kann man sagen, dass die mal so ein bisschen Kohle bringen. Auch hier die ganzen 400er. 1 Silber 50, das ist ja nicht viel, ne? Da bringt so eine olle kleine Hasel schon deutlich mehr. Also, ab auf die Haseln. Zack, zack, Kohle machen. Weiter stippen. Und das ist auch das Wichtige gewesen. Von, was waren das? 28% auf über 30% jetzt, fast 31%. Das Posenfischen hochgepowert. Also, das ging richtig gut jetzt. Wie gesagt, ohne Premium oder sowas, einfach hier durch das Stippen, lübt. So, ich gehe jetzt nochmal schnell hier zur Gulaschkanone, was snacken. Petri euch, zieht nochmal ordentlich ein paar Brocken raus. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Daumen da lassen für das Video, den Kanal abonnieren, wenn noch nicht geschehen. Dankeschön dafür, das hilft. Und ja, bis zum nächsten Video auf Twitch oder im Livestream. Andersrum. Nächstes Video auf YouTube oder im Livestream auf Twitch. Aber jetzt, Petri.